Einen wunderschönen guten Tag, liebe Boys and Girls. Es ist wieder Freitag, es ist wieder Barbecue-Madness-Zeit. Schön, dass auch ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wird hoffentlich ein sehr schnelles Video und mal gucken, ob ich das dieses Mal wirklich über die Bühne bekomme. I doubt it. Sebi, sei leise, weil ich muss schneller werden. Leute, wir machen chinesisch angehauchte Bällchen. Und zwar nicht aus Reis, sondern aus Fleisch und vielen mannigfaltigen Sachen, die hier stehen. Darf ich nicht sein? Sebi, seht's euch an gleich. Intro und so. So, also heute gibt es leckere Bällchen, Leute, also nicht Berliner Buletten, die haben wir nämlich schon mal gemacht. Wir befinden uns in China und zwar in einer Region, die heißt Xinjiang. Genau, fast. Bevor ich jetzt hier irgendeinen Scheiß erzähle und chinesische Vokabeln liegen mir noch nicht so, Kölsch kann ich ja schon perfekt, blende ich hier oben mal den Sauerbraten ein, für den mich sehr viele Kölner gerügt haben übrigens, dass ich aufhören soll, Kölsch zu sprechen. Bleib bei deinen Buletten. Genau, ich bleib einfach bei dem, was ich kann. Deswegen würde ich sagen, wir holen einfach mal unsere Asia-Korrespondentin Roxy rein und dann kann Roxy heute mal so ein bisschen was dazu erzählen, was denn diese Bällchen so also chinesisch macht, beziehungsweise was die... Beziehungsweise was die Provinz ausmacht, aus der wir dieses Rezept extrahiert haben, um für euch auf den Teller zu bringen. So, ach komm, ich gehe nach Hause jetzt. Hallöchen, ja, wie ihr euch denken könnt, ich bin chinesische Muttersprachlerin und werde deswegen immer von Freddy nach hier vorne gebeten, wenn es Zeit ist, über Asien zu sprechen. Witzig. Ich war tatsächlich im Studium ein paar Mal in China und habe da auch ein bisschen Englisch unterrichtet und in Zhejiang, wo es heute hingeht, war ich allerdings noch nie. Das ist eine Provinz in Ostchina, ganz in der Nähe von Shanghai. Und die Küche von Zhejiang ist ein bisschen anders, als ihr euch das vielleicht so standardmäßig von China vorstellt. Wenn man hört chinesisches Essen, denkt man ja sofort an krass scharf, Chili. Also das, was die meisten Leute so im ersten Moment sich denken, ist Sichuan-Küche. Das ist allerdings nicht so in Zhejiang. Da ist das Ganze so ein bisschen mehr Umami und sanft. Das Interessante an Zhejiang ist, dass es halt eine Küstenprovinz ist und dass deswegen sehr, sehr viel Seafood verwendet wird. Und es geht hauptsächlich darum, einfach die Ingredients so frisch wie möglich zu behalten. Es wird natürlich viel frischer Fisch verwendet und wir haben uns für heute für die Meatballs auch überlegt, dass sie eben ein bisschen nicht nur mit Meat, sondern auch mit frischem Seafood gemacht werden. Es ist wichtig, dass die Zutaten auch so ein bisschen ihren Geschmack beibehalten. Also man ersäuft nicht alles in Chili und Sichuan-Pfeffer, sondern man bringt einfach nur so ein bisschen diese Umami-Kombination von Fleisch und Seafood nach vorne. Das war's von mir. Okay, vielen Dank, Roxy. Wir haben es gerade noch mal geübt. Also die Provinz heißt Zhejiang. Ihr jetzt zu Hause auch. Die Provinz heißt Zhejiang. Wir blenden es hier noch mal ein. Das ist wie Karaoke. Zhejiang. Und in dieser Provinz gibt es drei größere Städte, die halt prägend für die Küche sind. Das sind einmal, bestimmt sage ich es jetzt auch wieder falsch, Ningbo, Xiaoqing und Han Solo. Genau, also ihr wisst Bescheid, Leute. Die Küche kennt man außerhalb von Chinas eigentlich nicht so. Also sie spielt da nicht so die erste Geige oder hat nicht so die Relevanz. Allerdings finde ich es persönlich mega schön, diese Kombination aus vor allen Dingen Schweinefleisch und frischen Garnelen. Wir gehen jetzt noch einen Step weiter, Leute. Und zwar habe ich hier, guck mal, Sevi, hier kannst du mal rankommen an Meter. Ich drehe das mal hier so schön um. Alles aus dem Fluss gefischt hier. Das ist Rinderhack, das ist Schweinehack und das sind frische Black Tiger Garnelen. Und das werden wir alles zusammenhackern, Leute. Und wir gehen, damit es jetzt nicht zu lange dauert, in ein Splitscreen, Sebi. Wir gehen in Splitscreen und ich erkläre einfach kurz, wie wir das machen, weil, Leute, letztendlich sind es Bulettchen. Das heißt, wir hackern hier alles zusammen, schütten ein paar Sachen zusammen. Rezept wie immer steht unten. Und dann werden wir die auf den Gussplatten schön angrillen, machen gleich noch einen Dip. Aber das seht ihr jetzt. Es ist ein ganz kleines bisschen Schnibbelarbeit, aber das bekommen wir zusammen ganz schnell hin. Also wir haben hier schon mal das Rinderhack. Da haben wir das Schweinehack. Ich nehme mehr Schweinehack als Rinderhack, also so im Verhältnis 2:1. Dann die Garnelen. Das haben wir schon gesehen. Blende ich hier oben währenddessen auch noch mal ein, wie man richtig Garnelen schält. Hier genau einmal abgeschält, einmal den Darm rausgemacht und dann hinten auch hier der schöne Trick mit der Schwanzflosse, wie man die rausbekommt. Dann einfach halbieren, ein bisschen hacken. Ihr seid die Architekten, wie grob. Alle
alles reingepackt und dann kommt das Zitronengras dazu, was wir ganz, ganz dünn schneiden, damit es nicht holzig ist dann letztendlich im Essen. Dann kommt ein bisschen Zitronenabrieb und ein bisschen Zitronensaft rein. Ich reibe 2 Knoblauchzehen mit rein, Koriandersamen und Kumin angeröstet, damit die ätherischen Öle sich entfalten. Ab in den Mörser, könnt ihr auch in der Küchenmaschine oder im Kaffee, in der Kaffeemühle mahlen. Es kommt natürlich ein klein bisschen Chili rein. Achtet nur darauf, dass die nicht mega scharf ist. Die halbiere ich hier bzw. viertel ich einmal so und schneide die hier einfach runter, wie ihr so schön sehen könnt hier. Ja, das sieht gut aus. Fast zuletzt den Koriander, den einfach hier so ein bisschen zerknäuseln und dann fein runterschneiden. Ja, genau, ihr seht das ja hier. Und dann sind wir auch schon bei den flüssigen Zutaten. Dann nehmen wir einmal den Kochwein, den Shaoxing. Der kommt mit rein. Dann so 2 bis 3 Esslöffel Austernsoße, Sojasauce nach Gusto. Bei mir war es jetzt ein bisschen mehr, wahrscheinlich so 3, 4, 5 Esslöffel. Ein wenig Fischsoße zum Würzen bzw. für die Salzigkeit. Und dann geht es ordentlich ans Abkneten, Leute. Da richtig schön rein mit den Händen. Ja, genau. So ist das. Und wenn wir dann fertig sind, gehen wir ans Bällchen formen. So, also Splitscreen fertig, Leute. Ihr habt es gerade gesehen. Immer die rohe Masse auch probieren. Das mag für den einen oder anderen so ein bisschen eklig sein oder komisch sein. Disgusting! Aber das ist ganz, ganz wichtig, Leute, dass ihr auch die rohe Masse probiert, weil jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, nach dem Abschmecken irgendwas reinzupacken. Salz braucht das Ganze nicht, Leute, weil Sojasauce, Fischsoße und auch die Austernsoße sind sehr, sehr salzig. Jetzt formen wir die Bällchen und da seid ihr zu Hause, Freunde, die Architekten, wie dick eure Bällchen sein sollen. Ich gehe jetzt so auf Medium-Bällchen. Ihr werdet gleich sehen, was für mich Medium-Bällchen sind. Ein kleiner Tipp ist, wenn ihr möchtet, dass die schön glatt außen werden, stellt euch hier so ein kleines Schälchen mit kaltem bzw. eiskaltem Wasser hin, packt am besten noch 1, 2 Eiswürfel rein und macht so ein bisschen eure Hände nass. Und wenn ihr das dann formt, die Bällchen, ich nehme hier einfach mal, guck mal, das sind für mich Medium-Bällchen hier. Siehst du, wie glatt die Oberfläche wird? Durch diese leicht benetzten Hände. Und glänzend. Leicht matt und glänzend, genau. Davon formen wir jetzt einfach noch ein paar. Und natürlich könnt ihr die auch einfach in der Pfanne braten, beziehungsweise hier in der Gusspfanne auf euer Seitenkochfeld oder Keramikzone stellen. Wir machen es jetzt auf der Gussplatte und ich habe hier schon, liegen schon seit ein paar Stunden eingeweicht. Hat man noch von dem Adana-Video, das ich hier oben mal einblende, hat man noch ein paar Spieße. Ich spieße die hier einfach auf. Ist auch zum Servieren ganz schön, weil hier in Ningbo und der Küche, ne, haben wir ja gelernt, ist das Anrichten und die Präsentation auch gut. Aber wie gesagt, ihr seid die Architekten. Ich spieße jetzt hier immer so 4, 5 Bällchen auf und dann werden wir die einfach in den Grill auf die heiße Gussplatte packen, von allen Seiten an grillen und dann oben drauflegen auf das Warmhalterost in direkter Hitze, um das dann nochmal 10 Minuten, Viertelstündchen nachzuziehen. In der Zeit machen wir noch einen schnellen Dip, uns ein Bierchen auf, das ist auch ganz wichtig. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch ein bisschen, wenn die Dinger fertig sind, die Bällchen in Sesam rollen und dann sind wir fertig. Gut, Leute, so ist es. Der gute Sebastian hat mich hier gerade noch angesprochen, wie das mit Nachhaltigkeit und Holzspießen aussieht. Also ich glaube, das ist Bambus. Aber wenn ihr natürlich Edelstahlspieße habt, so Schaschlikspieße, könnt ihr auch die nehmen, denn die kann man abwaschen. Dann ist es eigentlich relativ easy. Spießt ihr einfach auf. Übrigens, falls Pescetarier zuschauen, natürlich könnt ihr diese Bällchen auch einfach nur mit Fisch machen. Fisch und Garnelen gemischt geht auch. Ist überhaupt kein Problem. So, guck mal, ich mache hier immer nur so 3 drauf, glaube ich. Ich lege hier, damit es nicht anpappt, übrigens, auf die Oberfläche, hier einfach so ein bisschen Wasser. Ist vielleicht auch ein ganz guter Trick. Manchmal pappen die so an, wenn Wasser unten drunter liegt, aber nicht. Gut, aufgespießt und dann werden wir die einfach gleich draufpacken, Sebi.
Okay, Leute, Spieße liegen jetzt indirekt drin. Wir hatten ja gesagt, danach stay calm und macht euch ein Bier auf. Das mache ich jetzt hier auch mal. So. Gut, ihr könnt das bestimmt besser als ich zu Hause. Gönnt euch. Wir machen jetzt noch einen schnellen Dip. Achso, eine Sache kann ich noch vorher zeigen. Ich werde öfter immer mal gefragt, wie das ist, wenn wir hier arbeiten und irgendwas desinfizieren. Desinfizieren müssen. Wir haben hier, und das ist sehr cool, weil es die jetzt auch von uns gibt, hat man gar nicht so, war so ein Soft-Lounge, glaube ich, ne? Wir haben hier unsere Wusch. Tücher, und das sind wirklich Gastro-Desinfektionstücher. Sehr cool gegen alle möglichen Viren, Rotaviren bis auch umhüllte Viren wie Corona. Könnt ihr damit wegwischen bzw. einfach drüber wischen, paar Sekunden einwirken lassen, so circa 14, 15 Sekunden. Und dann ist das alles hygienisch. Auch Messer oder so. Ich find's mega cool. Ich habe so einen Eimer immer dabei. Weil so zum Grillen für draußen oder auch wenn man mal auf dem Event ist oder sonst wie, sind die Dinger echt mega praktisch. Wir machen jetzt noch einen ganz schnellen Dip, und das ist eigentlich ein ganz klassischer Dip, der für Sommerrollen benutzt wird. Also diese Röllchen auch mit Garnelen und Gemüse in Reispapier. Der ist mega easy, deswegen brauchen wir gar nicht in Foodporn gehen. Ihr nehmt ca. 100 bis 120 Milliliter Reisessig. Da seid ihr auch die Architekten. Probieren geht über Studieren. Auf diese 100 bis 120 Milliliter Essig nehmen wir, und das habe ich hier auch schon mal bereitgestellt, ein bisschen Zucker. Hier habe ich jetzt Rohrohrzucker. Und dann nehmen wir ca. 2 bis 3 Esslöffel. Das Schöne ist, ihr könnt ja probieren. Macht erstmal lieber weniger rein und probiert dann einmal. Und wenn es noch zu essiglastig ist, macht dann noch ein bisschen Zucker rein. So, das rühren wir jetzt hier einmal ein. So, das ist jetzt langsam. Er hat sich noch nicht ganz aufgelöst. Aber mal probieren, zwischendurch ist immer gut. Ja, da werde ich gleich noch ein bisschen Zucker reinmachen. Okay, also noch mal nachgesüßt. Dann ganz einfach, Leute, wir legen nur noch ein bisschen von der restlichen Chili, die wir haben. Das kommt hier einfach rein. So, den Kern ein bisschen scharf ist ja okay. Dann haben wir ein bisschen Frühlingszwiebel. Grob in Ringe schneiden und mit reinwämsen. Knoblauch auch ganz dünn schneiden. Und last but not least für Sebi. Ach komm schon. Ein klein bisschen Koriander. Einmal ein bisschen durchrühren, könnt das auch schon Tage vorher machen. Das Zeug hält sich wirklich eine gute Woche im Kühlschrank. Und wie Roxy eben schon richtig angemerkt hat, das ist natürlich keine klassische chinesische Dipsoße, sondern eher eine vietnamesische. Wir haben ja unseren China-Teil jetzt schon abgepackt. Ich bin ja mal ein großer Freund von Fusion. Ihr könnt natürlich auch so eine Grundsoße euch mal im Internet suchen. Das ist, glaube ich, so eine Art Bratensoße wird da irgendwie zugegeben. Ich finde das aber mit diesem lockeren, leicht scharfen Knoblauch Dip ein bisschen geiler. Ihr seid die Architekten, Leute, also das ist eher vietnamesisch und nicht mehr chinesisch. Da entfernen wir uns dann ein bisschen aus der Provinz Xinjiang und gehen ein bisschen ins Vietnamesische. Aber ich verspreche euch, es ist trotzdem lecker. So, mein innerer Timer sagt mir, die Spieße sind jetzt auch fertig. Oh ja, guck mal, das sieht sehr gut aus. Auch hier, wenn sie noch so ein bisschen nachgeben, sind sie innen noch schön fluffig. Wenn ihr ganz auf Nummer sicher gehen wollt, schneidet mal eine an und probiert oder stecht ein Thermometer rein. Alles, was so ab 80 Grad ist, ist durch. Okay, Sebi, bleibt uns, wir wollen ja auch noch schön anrichten, ne? Nehmen wir hier unsere schöne Platte. Dipruff, hier, Rand gehört dem Gast, Leute. Also sie riechen schon mal sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, was ihr gleich dazu sagt. So Leute, es ist endlich soweit, nicht ganz mega klassisch chinesisch, aber so ein bisschen angelehnt auf jeden Fall daran. Der Rest ist komplett mein Ding. Ich finde aber, es riecht ziemlich geil und wie gesagt, als schneller Snack, besonders oft vorm Super Bowl oder vor Spielen oder sonst wie, ziemlich, ziemlich gut. Wie gut das ist, werden wir jetzt evaluieren. Ich mache mir hier mal so ein Spießchen runter.
Oh yeah. So. Das riecht schon mal sehr gut. Tut das mal hier rein. Mmh. Mmh. Oh ja, das ist lecker. Hat auf jeden Fall das Hackfleisch. Man hat aber Zitronengras, man hat den Koriander, man hat ein bisschen Garnele schmecke ich auch noch. Und dann mit dieser süß-sauren Soße und dem Chili. Also scharf ist das hier nicht. Die Schärfe kommt wirklich nur, wenn man es da reintunkt. Ein ganz anderes Aroma als so normale Fleisch- oder Hackbällchen. Bin gespannt, was ihr beiden dazu sagt. Ja, guck mal, schon mal erster Kritikpunkt für die Originalität. Es gibt keine Stäbchen. Aber Pluspunkt. Also ich glaube, inspiriert waren die Dinger ja mehr so von diesen Löwenköpfen, ne? Also diese Fleischbällchen, die man so kennt in dieser wie so Gravy-Soße quasi. Auf jeden Fall die Größe. Mhm. Die ist korrekt. Schon mal mega geiles Aroma. Auf jeden Fall, das riecht super gut. Mega Kick durch den Kreuzkümmel. Unerwarteter Kick dadurch. Die Konsistenz ist super fluffig, weil eben Garnele auf Fleisch trifft. Auch geil mit den frischen Zwiebeln. Ich probiere mal hier mit der Soße. Also so klassisch chinesisch schmeckt es wirklich nicht. Es ist eher so ein vietnamesischer Geschmack ein bisschen für mich. Aber auch mit dem Dip. Es hat echt so mit der Fischsoße, Zitronengras und so. Es hat so was Freshes, wie Sommerrollen. Das ist mega lecker. Also optisch auf jeden Fall schon mal richtig cool. Ich könnte mir vorstellen, dass der Koriander hier in dem Gebratenen nicht so ganz krass zum Tragen kommt. Wie und ist tatsächlich so. Also der Koriander kommt jetzt hier für mich nicht so krass raus. Das Zitronengras und die ganzen einzelnen Sachen super fresh. Ich wage mich einmal hier noch in die Höhle des Löwen. Ja, also wie gesagt, so den der Dip ist schön scharf, ist schöne Säure mit durch den Essig. Der Knoblauch ist super geil, aber es ist mir zu korianderlastig. Aber wie gesagt, so als Fusion Food und auch eben so als kleiner Snack für zwischendurch ist das richtig geil. Und darauf noch ein Haps. Alles klar, liebe Leute, ihr habt's gehört, nachmachen ist quasi Pflicht. Ist dieses Rezept authentisch chinesisch? I doubt it, Leute. Ist es chinesisch angelehnt? Das auf jeden Fall. Ist es trotzdem unglaublich geil lecker? Dit glaubt mir aber mal, dit das so gewesen ist. Wenn ihr es ganz genau wissen möchtet, macht's einfach nach. Viel Spaß damit. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge Barbecue Madness. Nochmal Barbecue Madness. Und jetzt ihr zu Hause Barbecue Madness. Subscribe, subscribe. Subscribe, subscribe. Subscribe, subscribe. Subscribe, subscribe. Yeah.